Vielleicht sind Sie daran interessiert, Ihre Trades, die Sie über den Tag hinweg getätigt haben, dann auch dauerhaft zu dokumentieren und abzuspeichern. Vielleicht führen Sie ein Trading-Tagebuch, sodass Sie dann zu Ihren Beschreibungen auch entsprechende Screenshots hinzufügen möchten, um dann später nochmal Ihre Begründung für den Ein- oder Ausstieg nachzuvollziehen. In der NanoTrader Free haben Sie hier eine Möglichkeit, das zu tun. In dem Zusammenhang möchte ich zwei Dinge zeigen. Also hier in diesem Beispiel sehen Sie, dass Sie long sind im Mini-S&P, also hier oben ist nochmal der Chart, im Mini-S&P. Und Sie möchten jetzt Ihre Trades dokumentieren. Zum einen benötigen Sie in dem Fall hier oben diese Funktion, das heißt Fills im Chart anzeigen. Sie dokumentieren, wenn Sie diesen Button pressen, dokumentieren Sie den tatsächlichen Vorgang im Chart. Durch plus 1 sind Sie long gegangen oder durch minus 1 haben Sie eine Short-Position eingenommen. Hier in dem Fall sind Sie plus 1 gegangen. Und jetzt sind wir hier. Beispielsweise in dieser Karte. Hier haben wir eigentlich schon längst eine Short-Stimmung signalisiert bekommen. Jetzt drehen wir einfach mal diese Position. Das heißt, hier liegt im Moment noch eine Long-Position vor. Wir drehen mit 2 und jawohl, hier sehen Sie dann, dass in dieser Karte haben wir jetzt eine Drehung der Position beauftragt. Sie wechseln also von plus 1 minus 2 und dann sehen Sie hier oben im Orderpad auch minus 1. Sehen Sie auch im Konto, aber jetzt machen wir das mal über das Orderpad, weil es darüber sehr schön zu visualisieren ist. Das heißt, Sie sind jetzt short mit einer Position und Sie denken, das geht jetzt weiter in Ihre Richtung und von daher erhöhen Sie jetzt die Short-Position von minus 1 auf minus 2. Wir öffnen nochmal das Order-Ticket. Gehen mit minus 1, legen wir nach, ist dann minus 2 und hier sehen Sie auch in dieser Kerze haben Sie dann nachgekauft mit minus 1, sodass Sie jetzt minus 2 Short-Kontrakte haben. Das sehen Sie auch hier im Hintergrund, ist nochmal die Short-Position ja auch bestätigt worden und Sie kaufen weiter dazu minus 2, so jetzt sind Sie hier minus 3 Kontrakte. Also das zeigt Ihnen an, dass Sie von zwei getätigten Handlungen zwei davon short waren. Jetzt bildet sich eine neue Kerze. Lassen wir die einfach mal sich bilden. Im Moment sind sie minus 3 und wir warten jetzt mal, bis hier unten in der Periode 100% der Periode erfüllt sind. Wir haben einen, hier oben sehen Sie das, einen 30 Sekunden Chart gewählt mit minus 3 und in dieser Kerze, wenn diese jetzt beendet ist, werde ich die glatt stellen mit Close und Cancel, sodass wir dann flat sind hier im Konto. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich klicke jetzt hier auf Close und Cancel. Und in dem Moment plus 3, wir waren minus 3, also hatten 3 Short-Positionen, kaufen dann 3 zum Markt, um die Position glatt zu stellen. Das mag jetzt nicht unbedingt repräsentativ zu sein für eine Handelsstrategie. Es geht jetzt darum, Ihnen zu zeigen, Sie haben die Möglichkeiten im Chart in den verschiedensten Zeiteinheiten nochmal darzulegen. Hier haben wir 30 Sekunden, Sie können aber auch eine Minute wählen, das machen wir jetzt mal gerade. Dann wechselt der Chart von einem 30-Sekunden-Chart in einen Minuten-Chart und zeigt Ihnen trotzdem wirklich an, pro Kerze an, wo Sie wie in Position gegangen sind und was Sie getan haben. Und wenn Sie genau dieses dann dokumentieren wollen, haben Sie über den Chart haben Sie zwei Möglichkeiten. Zum einen haben Sie die Möglichkeit, dieses Fenster und dann mit diesem Chart in eine Zwischenablage zu kopieren. Wir machen das einfach mal. Kopieren. Öffnen hier ein Word-Dokument, rechte Maustaste einfügen
Und der Chart ist mit den Trades, die sie gemacht haben, hier enthalten. Oder sie gehen nochmal zurück. Ich zoome jetzt nochmal in diesen Handelsmoment hinein und mache dann nochmal rechte Maustaste, Fenster in Zwischenablage kopieren. Nehme nochmal das Word-Dokument dazu. Und jetzt haben sie das nochmal reingezoomt, auch nochmal die einzelnen Schritte. Diese Möglichkeit haben Sie. Sie haben aber auch die Möglichkeit, statt das in die Zwischenablage zu speichern und ihn dann in ein beliebiges Medium wie Word, Excel, Mail hineinzukopieren, einen Screenshot zu erstellen. Dazu wählen Sie die zweite Option, die nennt sich Chart in die Zwischenablage und in eine Datei kopieren. Sie hören unter Umständen auch das Geräusch. Und wenn ich jetzt hier in die Struktur gehe, des Nanotraders, sehen Sie, dass in dem Ordner Screenshots, der jetzt abgelegt worden ist, machen Sie da einen Doppelklick drauf, öffnet sich ein Bild, ein Screenshot, der von diesem Chart gemacht worden ist, und Sie können den auch in beliebiger Art und Weise weiter verwenden. Wie gesagt, jetzt nochmal abschließend zu sagen, Sie haben zum einen hier die Funktion, dass Sie sich die Fills im Chart anzeigen lassen und anhand dieser Fills haben Sie auch die Möglichkeit, über diese Visualisierung einen Screenshot zu machen oder eine Kopie dessen zu machen, was Sie in Ihrem Handel getätigt haben und das können Sie nutzen zur Dokumentation, sei es ein Trading-Tagebuch, sei es, dass Sie anderen Trading-Kollegen etwas zeigen wollen. Es ist eine Erleichterung, um Informationen auszutauschen und zu dokumentieren. Viel Spaß damit!